Der Peloponnesische Krieg. Alkibiades und Sizilien. Alkibiades war ein Jüngling, schön und stark wie Theseus, intelligent und gebildet und Schüler des großen Philosophen Sokrates. Ein Jüngling, also ein junger Mann. Er gehörte zu jenem Typ von Männern, die immer Jüngling bleiben, die jene Zeit im Leben zu überspringen scheinen, die man das Mannesalter nennt. Er war ein Athener aus einer reichen, angesehenen, adligen Familie. Perikles war sein Vormund und Perikles hatte viel Ärger mit dieser Vormundschaft, denn Alkibiades war ein eigenwilliger und oft disziplinloser Knabe, der sich allen Freuden des Lebens hemmungslos hingab. Aber Perikles hatte auch viel Freude daran, denn sein Mündel war ein glänzend begabter, überdurchschnittlicher Mensch. Alkibiades war, als der große Krieg begann, 20 Jahre alt und wurde gleich wie alle gesunden und waffenfähigen Männer Soldat. Er nahm als Hoplit an der Schlacht bei Potidaia auf der Chalkidike teil. Im selben Truppenteil, in dem er diente, befand sich auch Sokrates, ein Philosoph, damals schon 37 Jahre alt, durch Witz und Originalität ausgezeichnet. Auch berühmte Philosophen mussten Waffen tragen und Militärdienst leisten. Alkibiades befreundete sich vor Potidaia mit diesem Sokrates und 8 Jahre lang von 432 bis 424 vor unserer Zeitrechnung leisteten sie beide bei der gleichen Truppe Dienst, allerdings unterbrochen von langen Zeiträumen, in denen sie beurlaubt waren oder in Athen an der Stadtverteidigung mitwirkten. Alkibiades schloss sich keiner der großen Parteien an, ebenso wenig wie sein Lehrer Sokrates, aber beide haben wohl mit den Demokraten sympathisiert. Alkibiades gehörte zu den vielen kriegslustigen Athenern, die mit dem Frieden des Nikias unzufrieden waren. Er besaß viel politischen Ehrgeiz und begann auf eigene Faust geheime Verbindungen zu allen griechischen Städten aufzunehmen, die gegen diesen Frieden waren. Man kann annehmen, dass es auch diesen seinen Bemühungen zuzurechnen war, dass viele peloponnesische Staaten sich von Sparta abwandten und untereinander einen gegen Sparta gerichteten Bund gründeten. Dieser Bund entfaltete eine so lebhafte Tätigkeit, dass 4 Jahre nach Friedensschluss sich Sparta genötigt sah, gegen seine Feinde auf der Peloponnes vorzugehen. Alkibiades tat alles, was ihm möglich war, um die Athener zu bewegen, ihn zum Feldherrn zu wählen und an der Spitze eines starken Heeres zur Peloponnes zu schicken, um den von Sparta angegriffenen Städten Beistand zu leisten. Aber alle seine Bemühungen schlugen fehl. Die Politiker um Nikias konnten sich nicht zu einem wirkungsvollen Vorgehen entschließen. Mit halbem Herzen versprachen sie den nordpeloponnesischen Staaten Hilfe und schickten nach langem Zaudern ein kleines, unzulängliches Heer auf die Peloponnes, und Sparta schlug alle Gegner mühelos. Alkibiades gewann viele Anhänger unter der Jugend der Stadt, als er dieses Zaudern, diese Unentschlossenheit, eine schmähliche Feigheit nannte, durch die Athen eine nie wiederkehrende Gelegenheit, mit Sparta abzurechnen, vorbeigehen ließ. Durch einen klugen, mäßigen Friedensschluss, der niemandem wehtat, gewann Sparta die abgefallenen Staaten wieder zu Bundesgenossen und der Friede des Nikias wurde durch diese Episode als nicht verletzt erklärt.
Alkibiades arbeitete unverdrossen weiter daran, Einfluss und Macht in Athen zu erlangen. Er ging verschwenderisch mit seinem Reichtum um und kaufte sich Freunde. Er war Chorleiter im großen dramatischen Theater und spielte den Förderer der Kunst, indem er große Summen ausgab für prächtig ausgestattete Aufführungen. Er besuchte mit 7 Wagengespannen die Olympischen Spiele, als sie zum ersten Mal nach dem schrecklichen Krieg wieder unter Beteiligung aller griechischen Staaten gefeiert wurden, und gewann einen ersten und einen zweiten Preis für Athen. Er ließ nicht ab, zu betonen, dass er alles dies nicht für sich selbst, sondern nur zur höheren Ehre seiner Vaterstadt unternehme. Jedermann in Athen kannte seine Heldentaten im Kriege, damals bei Potidaia, als er schwer verwundet wurde und dem Tode nur durch die Hilfe des Philosophen Sokrates entrann, der ihn auf den Schultern vom Schlachtfeld trug. Alkibiades war ein glänzender Stern in Athen, ein bekannter Redner, ein Frauenheld, ein Sportler, ein Olympiasieger, ein Millionär mit Herz für das Volk, wie man sagte. Es konnte nicht ausbleiben, dass über kurz oder lang sein politischer Ehrgeiz zum Zuge kam. Die Gelegenheit bot sich, als die Stadt Segesta auf Sizilien Gesandte nach Athen schickte und Athen um Beistand gegen Selinus bat. Selinus, etwa gleich groß wie Segesta, aber mit dem reichen Syrakus verbündet. Nikias, der Ängstliche oder auch der Besonnene, wie man es nun nennen will, wollte die Segesteer natürlich abschlägig bescheiden und so schnell wie möglich wieder davonschicken, denn es konnte ja nicht ausbleiben, dass Athen Streit mit Syrakus bekam, wenn es Segesta half. Es konnte nicht ausbleiben, dass Korinth Syrakus in diesem Streit unterstützte, und im Falle eines athenischen Sieges konnte es Sparta nicht zulassen, dass Korinth von Athen gedemütigt wurde. So konnte Hilfe für Segesta leicht zu einem neuen Krieg zwischen Sparta und Athen führen. Wenn der Stein erst einmal ins Rollen gekommen war, wer wollte ihn aufhalten? Und außerdem, so argumentierte Nikias, sollte man unmöglich Segesta Hilfe zusagen, ohne eine nähere Kenntnis von den Umständen zu besitzen, durch die es auf Sizilien zu diesem Streit gekommen war. Alkibiades lachte über diese sogenannte Stimme der Vernunft, die nichts anderes zu sein schien als Ängstlichkeit und Mangel an Unternehmungslust. Jetzt hatte Athen eine Chance, auch im mittleren und westlichen Mittelmeer die Rolle zu spielen, die seiner Bedeutung entsprach. Wenn es Athen gelang, die ionischen Tochterstädte in Italien und auf Sizilien zu einem ähnlich festen Bund zusammenzufassen, wie es der delische Bund in der Ägäis war, gab es keine Macht der Welt mehr, die Athen hätte herausfordern können. Das kleine, verlassene ionische Segesta bittet das große Athen um Hilfe und die Athener sind zu feige, Hilfe zu gewähren. Es wurde selten so hitzig und lange in der Volksversammlung diskutiert. Als Nikias, der Vertreter der Friedenspartei, der zu dieser Zeit vor allem die Grundbesitzer und die ländliche Bevölkerung Attikas zuzurechnen waren, unter allen Umständen den von ihm unterzeichneten Frieden retten wollte und auf die ungeheuren Kosten hinwies, die eine Expedition nach Sizilien mit sich bringen würde, waren die Kaufleute Athens schon so sehr mit dem Gedanken einer Eroberung Siziliens entflammt, dass sie sich in hellen Scharen bereit erklärten, mit all ihrem Hab und Gut zur höheren Ehre des Vaterlandes für diese Kosten einzustehen. Die Eroberung eines so reichen Landes schien ihnen ein Geschäft zu sein, in das man unbedenklich sein Vermögen investieren konnte. Ein voller Sieg des Alkibiades,
Ein voller Sieg der ungebrochenen athenischen Unternehmungslust. Aber ein Argument des Nikias schien richtig. Es lagen nur die Aussagen der Gesandten aus Segesta vor. Ehe man Hilfe verbindlich zusagte, musste man sich informieren, ob diese Aussagen stimmten und welche militärischen Aufwendungen notwendig waren. Es wurde beschlossen, Gesandte in die sizilianischen und süditalienischen Städte zu schicken, die feststellen sollten, auf wen man als Bundesgenossen rechnen konnte, wer neutral blieb und wer als Gegner anzusehen war. Die athenischen Diplomaten und Militärs reisten zusammen mit den Gesandten aus Segesta nach Sizilien. Athen aber, das alle 6 Friedensjahre dazu benutzt hatte, seine Flotte wieder aufzubauen, begann schon mit allen Kräften diesen Feldzug vorzubereiten, denn niemand zweifelte daran, dass die Kundschafter, alles jüngere und kriegslustige Militärs, mit einem zufriedenstellenden Bericht zurückkommen würden. Eine große Zeit für Alkibiades, denn es galt als sicher, dass er, der am energischsten diese Expedition gefordert hatte, als Feldherr gewählt und mit der Durchführung beauftragt werden würde. Als die Gesandten zurückkamen und von der Uneinigkeit zwischen allen Städten Süditaliens berichteten und von dem Reichtum der Landschaft und den großen Möglichkeiten für einen gewinnbringenden Handel, wurde das Unternehmen endgültig beschlossen. Es gelang den Besonnenen und Besorgten nur mit Mühe, außer dem heißblütigen Alkibiades auch noch Nikias und den in vielen Schlachten bewährten General Lamachos in die militärische Leitung hineinzuwählen. Alle Bundesgenossen wurden beauftragt, sich an dem Feldzug zu beteiligen, und als Treffpunkt und Ausgangsbasis wurde die Insel Korkyra bestimmt. 134 Schlachtschiffe, 500 Lastschiffe und 30.000 Mann kamen zusammen. Wahrscheinlich lag es an Alkibiades, der die Gabe besaß, die Menschen zu begeistern, dass noch nie ein Heer unter auch nur ähnlich jubelnder Anteilnahme der Bevölkerung und mit so großen und allgemeinen Hoffnungen Athen verlassen hatte. Aber am Vorabend der Abfahrt geschah in der Stadt etwas, was die Gemüter vieler Menschen erregte und Folgen von großer Bedeutung für dieses Unternehmen haben sollte. Athen war geschmückt mit unzähligen Bildwerken, so wie es heute noch in Europa Städte gibt, in denen vor jedem zweiten Haus ein Bild der Mutter Gottes oder eines Heiligen hängt. So standen damals in Athen vor vielen Häusern Plastiken des Hermes, dieses liebenswürdigen Sohnes des Zeus, der den Menschen Glück, Wohlstand und gesunden Schlaf verleiht und der keineswegs nur ein Gott der Diebe und Kaufleute war. Diese Plastiken waren meist aus Ton, Bronze ist teurer und die Wirkung ist die gleiche, ob man einen teuren oder billigen Gott vom Haus zu stehen hat. Am Abend vor der Abfahrt ging eine Gruppe junger Leute von einer Abschiedsfeier kommend, betrunken durch die Straßen der Stadt und vergnügte sich damit, unter Absingen frecher Lieder diese Hermesfiguren mit Stöcken zu zerschlagen. Das war im Athen der damaligen Zeit ein ungeheurer Gottesfrevel und es wurde auch als übles Vorzeichen für das bevorstehende Unternehmen angesehen. Die Bauernjungen aus der Ukraine, Skythen, die in Athen Dienst als Straßenpolizei taten und die streng nach Vorschrift die Ordnung aufrechtzuerhalten pflegten, griffen aber nicht ein, denn bei den betrunkenen Randalierern handelte es sich offensichtlich um Standespersonen. Die empörten Hausbesitzer liefen zum Polizeipräsidium und einige unter ihnen glaubten, unter den Gottesfrevlern auch Alkibiades erkannt zu haben. Am nächsten Morgen, 2 Stunden vor Abfahrt der Flotte, Athen hatte sich schon am Hafen versammelt, erschien der Polizeipräsident im Hause des Alkibiades und erkundigte sich vorsichtig danach, ob er etwas von der Zerstörung der Hermesfiguren wisse. Alkibiades, verkatert und hochgestimmt, heute war der schönste Tag seines jungen Lebens,
leugnete empört und verneinte aus ehrlichem Herzen, bestieg seine Droschke und fuhr zum Hafen, hin zum Flaggschiff, hin zu seiner Flotte. Die Menschen sangen und weinten vor Rührung. Die Flotte stach in See und sie winkten und weinten und sangen. Alkibiades war fort, aber die Sache mit den Hermesköpfen blieb. Thukydides, der objektive Geschichtsschreiber, lässt die Sache offen, ob Alkibiades eine Schuld daran trifft. Die meisten Historiker nach ihm halten es für Verleumdung, für ein Werk seiner Feinde, die den Feldzug verhindern wollten. Niemand konnte sich vorstellen, dass eine bedeutende geschichtliche Persönlichkeit sich so albern benimmt. Ich glaube, vielleicht ist er es doch gewesen. Vielleicht hat es ihm als aufgeklärten und gebildeten jungen Athener einen Heidenspaß gemacht, alle diese dummen, hässlichen Köpfe zu zertöppern, über die er sich schon lange geärgert hatte. Aber Alkibiades war erfahren genug, um zu wissen, welche Folgen eine solche Handlungsweise haben konnte. Und wenn er nicht volltrunken, wenn es nicht die Feier seines großen Erfolges gewesen wäre und wenn er nicht morgen schon in eine ungewisse Zukunft hätte hineinfahren müssen, in eine Zukunft, die entweder Tod oder Triumph brachte, hätte er es wahrscheinlich nicht getan, auch nicht in volltrunkenem Zustand. Als er nüchtern wurde, tat es ihm leid, aber es war nichts mehr daran zu ändern. Als die tüchtige athenische Polizei Gewissheit darüber zu haben glaubte, dass Alkibiades an diesem Frevel beteiligt gewesen war, schickte man auf einem staatlichen Schnellboot einen Justizbeamten hinter der Expedition her, der den Auftrag hatte, den Feldherrn Alkibiades, einen von 10 Feldherren, aber den ersten unter den 10 zu verhaften und nach Athen zurückzubringen. Ich glaube unter anderem auch deshalb daran, dass Alkibiades schuldig war, weil er genug Freunde in Athen zurückgelassen hatte, die bei der Möglichkeit eines Justizirrtums diese alberne Verfolgungsmaßnahme hätten verhindern können. Der Philosoph Sokrates, dieser unerschrockene und lautstarke Volksredner, wäre ganz sicherlich mit aller Kraft für seinen Freund eingetreten, aber er sagte keinen Ton dazu. Möglicherweise war er selbst Zeuge der Zerstörung, denn bei dem Abschiedsgelage seines Lieblingsschülers war er sicherlich dabei gewesen. Auch die Alkmeoniden, die Familie des Alkibiades, hätten natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diesen Unsinn zu verhindern, wenn es noch möglich gewesen wäre. Man nahm der Expedition, gerade als sie begonnen hatte, den aktivsten und begabtesten Führer, auf dessen Fähigkeiten die Hoffnungen der Demokraten ruhten. Als der athenische Schnellsegler mit dem Verhaftungsbefehl die Expeditionsflotte erreichte, war diese schon vor Siziliens Küsten und Alkibiades von seiner drohenden Verhaftung erfahrend, wünschte seinem Feinde Nikias alles Gute, bestieg sein Privatsegelboot, eine schnelle und kostbare Yacht und entfloh den Schergen. Er fuhr nach Argos, als Athen von Argos seine Auslieferung verlangte und er sich dort nicht mehr sicher fühlte, ging er nach Sparta. Sparta gewährte ihm Asyl. Die Spartaner fürchteten sich nicht vor der Rache des Hermes. Alkibiades wurde Berater der spartanischen Regierung in Sachen sizilianischer Krieg. Manche Leute nennen sein Verhalten charakterlos, aber für ihn war Sparta so gut Griechenland wie Athen und seine Familie hatte eine lange Tradition darin, aus Athen verbannt zu sein und gegen oder für Athen zu arbeiten, wie es sich gerade ergab. Immer schon war der größte Teil ihres Vermögens außerhalb Attikas gewesen. Landgüter und Bergwerke in Thrakien, am Hellespont und in Kleinasien, sodass Alkibiades ein reicher Mann blieb, auch wenn er seinen Palast in Athen und seine Weingärten in Attika verlor.